Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Staxel. Ja, ich habe ja gesagt, wir machen beim nächsten Mal beim Museum. Wie komme ich eigentlich immer auf Hotel? Beim Museum weiter und das machen wir auch dementsprechend heute in der Folge. Ich habe, wie ihr ja unten seht, 250 Holz zum Bauen. Dementsprechend kümmere ich mich gleich ums Museum. Zuallererst mache ich aber erstmal eins. Genau. Nehme ich meine Pflanzenernten noch und mir überlegen noch eine zweite oder dritte, ja, Ernteumwandlungsmaschine zu kaufen. Sprich, da ich dann quasi immer, wenn ich gerade eine Ernte in der einen Maschine umwandle, in der anderen schon die nächste Ernte gleichzeitig umwandeln kann und so weiter. Vielleicht mache ich mir sogar ein kleines extra Gartenhäuschen dafür. Ein extra kleines Gartenhäuschen. Oder wie auch immer. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich renne hier einfach rüber. So. Weil ich glaube, es ist ganz praktisch, wenn ich quasi alles, was ich ernte, zeitgleich auch wieder verarbeiten, umwandeln und sonst was kann. Gut, das Einzige, was ich halt nicht zeitgleich machen kann, ist zum Beispiel meine Ernte losschicken, da ich direkt dafür Blütenblätter kriege, aber ich kann halt zumindest dann schon mal das, was ich losgeschickt habe, dementsprechend auch nützlich wieder weiterverarbeiten. Was ich nicht losgeschickt habe, nützlich weiterverarbeiten, so würde ich sagen. So, und jetzt würde mich interessieren, ob ich natürlich aus Goldpflanzen auch goldene Samen kriege oder ob das einfach dann normale Samen werden. So, aber ich würde sagen, Moment, ich will nur die Hälfte. Hoppla, nee, Steuerung in dem Fall geht. Ah, nee, Rechtsklick in dem Fall. Hoppla. Okay. Das heißt, platzieren. Davon die Hälfte abziehen. Davon die Hälfte abziehen. Goldene Zuckerrübe wird die Hälfte abgezogen und den Rest muss ich leider verwursteln. Oberhalb ist jetzt das, was ich zur neuen Ernte mache und unterhalb ist das, was ich verkaufe. Ne, umgekehrt, ne? Doch, hier, das unten ist, was ich verkaufe. Oben ist das, was ich zur Ernte umwandle. So, das braucht auch jetzt einen Augenblick. Ich kümmere mich auch, wie gesagt, gleich definitiv um das Museum. Aber erstmal heißt es eins, genau, meine Ernte auch umwandeln, damit ich überhaupt was anpflanzen kann und auch wieder was habe, um es halt überhaupt nützlich zu nutzen. Oder vereinfacht zu sagen, um mehr aus weniger zu machen. Naja, platzieren, das nächste schon mal oben rein, ich glaube, das mache ich jetzt auch so, dann kann das Holz da vorne bleiben, ah Moment, ich wollte ja auch die Rüben direkt danach machen, so. Offensichtlich wird nicht aus goldener Erde wieder goldene, ja, pflanzbares, schade drum, wäre schön gewesen. Mais reinpacken.
Ich weiß, es ist nicht immer so spannend. Ich weiß, ich sollte sowas vielleicht auch machen, wenn ich nicht schon mit der Folge angefangen habe oder komplett rausschneiden. Da könnt ihr aber, wie gesagt, dann auch gerne mal abstimmen, wie ich das handhaben soll. Rausschneiden, vor der Folge einen Start machen oder einfach beschleunigen. Es liegt jetzt in eurer Hand quasi. So, ich bringe schon mal die ersten paar Sachen wieder aufs Feld. So. Sprich, es kann ja dann schon mal wieder wachsen, immerhin. Ich weiß, das war jetzt nicht so schlau, dass ich da jetzt so im Kreisrand bin, aber hey. Und jetzt haben wir natürlich nur einen goldene Pflanze hier momentan. Die gieße ich auch instant. Achso, okay. Und ich muss nochmal Pflanzmaterial holen. Ja. Übrigens nochmal an alle, die gesagt haben, hey, diese Sache mit den Edelsteinkram ist ein Mod oder so. Das habe ich gemerkt, in dem Fall dann schon. Oder, ja. Moment, die goldene Karotte wollte ich auch verkaufen, offensichtlich. Egal. Jetzt ist sie halt zum Erntobjekt geworden. Und ich kann noch mehr Mais anpflanzen. Und ja, ich weiß, der Endgame-Monat ist schon fast rum. Aber hey. Solange ich noch Sachen habe zum Pflanzen und Ernten und so. Mache ich dies. Und momentan kann ich mir das ja besser leisten als mit dem Kohl, weil das war ja echt ein reichlicher Flop, wo ich das gemacht habe. So, ich kann ja auch schon mal wieder hier wässern, die ganzen Pflanzen, die noch kein Wasser haben, weil dementsprechend, die brauchen ja auch Wasser. Nee. Hab's bloß vorhin noch nicht gewässert, weil ja noch nichts angepflanzt war. Okay, ich glaube, die nächsten Folgen werden echt so ein bisschen daraus bestehen, hier Pflanzen verwalten, Museum weiterbauen, Pflanzen verwalten und dann neue Bauwerke anfangen. Und noch ein bisschen mehr. Also nicht, dass ich da jetzt euch was versprechen möchte, aber es wird noch mehr kommen. Keine Sorge. Aber momentan ist es halt so, wie es ist. So. Die Pflanzen habe ich auch gegossen, die Pflanzen jetzt auch. Diese gieße ich hier allgemein die Fläche und dann hole ich mir meine ja, Pflanzen hier ab. So. Beziehungsweise warte jetzt ganz kurz auf die letzten paar Rüben. Oh, schön, wir haben wieder eine goldene erschossen. Gut, 7 Karotten folgen dann noch und dann ist auch alles durch. So. Das heißt, erst die goldene anpflanzen da drüben. Und jetzt die 24 rote Beete. 24 mal rote Beete anpflanzen, ey. Okay, das heißt, ich brauche noch ein weiteres Feld oder ich. Ne, ich pflanze sie wieder auf mein Notfallfeld hier drüben an. Ich weiß, ich habe so gar kein System, aber das kommt auch noch. Wenn ich dann auch etwas sortierter sowas mache. Okay, jetzt mache ich das eben doch nochmal, dass ich das Holz rausnehme.
hoffe, dass meine Maus gerade einmal mitspielt. Hey, das wundert mich. Und kann genau auf den 5 Feldern, die hier gerade noch nass sind, die restlichen unterbringen. Das ist sehr schön. Gut. Bei den Karotten sieht es dann nicht so rosig aus wahrscheinlich. Aber was ich jetzt schon mal machen kann, ist auf jeden Fall die Ernte mal versenden. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, den ich meine, übrigens auch, ich habe so gut wie keinen Platz mehr für sowas. Also wenn ich jetzt hier Ernte losschicke. Momentan passt das ja noch immer, dass ich so maximal 5 oder 6 Sachen habe. Aber so später, wenn ich größere Ernten habe oder so, wird wahrscheinlich schwieriger, wenn ich dann parallel, keine Ahnung, 12 oder 13 Sachen verschicken möchte. Deswegen wollte ich mir auch schon eine weitere Versandstation kaufen und wollte das auch nochmal mit euch abschnacken. Was haltet ihr davon, wenn ich noch eine weitere Versandstation mir hole? Oder sagt ihr, nee, bleibt bei der einen und send das halt Tag für Tag und legt ihr vielleicht einen Vorrat an. So, jetzt sind wir bei 5900 etwas. Sehr schön, Ernte ist alles durch. Pflanzen werden jetzt auch noch gepflanzt. Nochmal 2 Goldrüben, das finde ich sehr schön. 3 sogar, sehe ich gerade. Und 9 normale Rüben. Die pflanze ich mal alle hier jetzt an. So, und die Goldrüben, die 3 hier, die ich noch habe, kommen hier drüben hin. So. Dementsprechend soll es das erstmal gewesen sein von dem ganzen Ernte- und Pflanzkram. Von daher gehe ich jetzt nochmal ganz kurz rein, pack mir mal eben die Uhr ins Regal und die Schaufensterdinger, denn die kommen schließlich erst, wenn ich das Museum fertig habe. Und da bin ich auch noch überlegen, ob ich dann Holz in einer anderen Farbe oder so nehme. Heißt ein bisschen dunkleres für solche, ja, ich nenne es mal Sockel, wo drauf dann sowas steht. So. Ich weiß, man darf über die Region hinaus hinweg bauen. Das werde ich dann auch dementsprechend machen. Was ich aber auch noch gleich machen werde, ist auf jeden Fall mal den kompletten Boden zu entnehmen. Was ich aber jetzt erstmal mache, ist auf jeden Fall die Höhe 3 hier hinten fertig. Und ja, dementsprechend, wie ich es ja schon erwähnt habe, mache ich noch 2 Höhen mehr, weil wegen ist so, nein, weil ich dann dementsprechend das Dach ja auch passend draufsetzen kann, wie ich mir das auch vorstelle. Es wird auf jeden Fall sehr schön. Also hoffe ich. Ich werde ja noch nach hinten weiter ausbauen, aber das ist dann halt erst später. Und ich hoffe, es gibt sowas wie eine Art Polizeiband-Mod, weil dann hole ich mir die. Also sowas in der Richtung. Weil dann kann ich quasi so auch Baustellen markieren. Wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Aber wie gesagt, das alles natürlich nur in der neuen Map. Wenn ich dann wieder Staxel 2.0 mache, dementsprechend halt auch neue Features nutze, die halt dazu gekommen sind oder. Momentan spiele ich ja einfach die Version durch, wie die vorhanden ist und dann später mit Workshop-Objekten. Vorausgesetzt, es kommen viele noch auf uns zu. So, und ich weiß, ich habe rechts außen die Wand noch nicht erweitert, weil da ja auch quasi eine Art Treppe hochführen soll momentan noch ist. Ist alles noch in Arbeit. Apropos Treppen, das ist auch noch so ein Thema. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich diesen Boden, den ich da hinten nehme, auch hier vorne als Treppen nehme und dann dementsprechend auch den Rundgang aus dem Material, wie ich auch den Boden mache, nehme. Was dann natürlich dementsprechend auch nochmal im Preis ganz schön hochschießt. Aber das könnt ihr dann alles mir gerne mal in den Kommentaren wissen lassen. Ob ihr sagt, nee, macht das mal lieber so. Das ist dann auch schon viel besser. Auf jeden Fall hat mir der Boden ja gefallen, dieser blaue.
und offensichtlich auch dem Entwickler, deswegen hat er ihn ja auch in den Einladen verwendet. Als Boden. Verdammt. So, bin ich wieder oben. Bin gerade runtergeplumpt, weil ich kurz nicht aufgepasst habe. Auch nicht schlecht. Na gut. Ich würde sagen, da ja die Wand jetzt so gut wie fertig ist gleich. Ja, da ist sie fertig. Mache ich dann auch gleich dicht. Sprich, ich komme dann auch nur über die Treppe wieder nach oben erstmal. Beziehungsweise ich lasse das jetzt hier noch so offen stehen und baue mal den Rundgang jetzt weiter fertig. Übergangsmäßig natürlich erstmal mit Holz und dann später mit den ach so schönen Boden. Genau, jetzt habe ich es gerade wieder. Wie meine Figur einfach auch ewig braucht, um sich umzudrehen. Aber hey, wenigstens ist unsere visuelle Richtung für den Bau offensichtlich wichtiger als alles andere. So. Dann haben wir das auch mit dem Eckstück hier geklärt. Entweder ist das da hinten Boden oder wieder irgendein Objekt in der Pampa, was interessant sein könnte. Ich werde es gleich sehen, wenn ich näher rangehe. Da hinten rechts oben. Jetzt unter, warte, da wo das S jetzt drüber steht. So. Ja, es war nur Boden, sprich vom Baum eher die Blätter. Das ist immer halt so ein bisschen unpraktisch, wenn die Renderdistanz eigentlich ja, ausreichende Reichweite hat. So, und ich glaube, jetzt mache ich hier... Wie mache ich das denn jetzt? Jetzt mache ich hier doch erstmal nicht weiter, sondern ich mache erstmal hier... Auf jeden Fall ein Speedy Gonzales, was das Bauen anbetrifft offensichtlich. Und baue quasi... Moment... 3 hoch hier. Und passt mal hier hinten die Höhe an. Warte mal, 1, 2, 1, 2 quasi. Und dann kann der Rest auch so bleiben von der Höhe her. Dann kann ich immer von der Seite jetzt momentan aufs Dach quasi. Und wie ihr seht, diese 150 Block an Holz waren auch nicht gerade so unrelevant. Heißt, die waren richtig wichtig. Und das finde ich mal wieder schön. Das finde ich weniger schön. Ja gut, mache ich hier mir erstmal so einen Kletterblock. Genau. Und ich glaube, ich flitze mal jetzt ganz schnell, weil es jetzt gerade Nacht wird. Zurück zu meinem Haus. Und kümmere mich erstmal darum, dass quasi die Ernte jetzt, die gerade verkauft werden soll, auch dementsprechend verkauft wird dadurch. Und ich glaube, wenn ich zukünftig zu viel Ernte habe, dann mache ich das doch lieber über die Salebox, die ja beim Markt steht. Und oder kaufe mir selber so eine und stelle sie mir hier hin. So. Aber ich würde sagen, die Zeit ist schon wieder fast rum. Das nächste, was ich jetzt mache, ist natürlich erstmal Bestellungen und alles und meine Ernte dementsprechend weiter. Sprich, wir sehen uns wahrscheinlich erst wieder am ersten Ingame. Weil wahrscheinlich jetzt nicht mehr viel passiert, außer dass ich halt relativ viel mache. Oder ich nehme euch dabei mit. Ich glaube, nee, wisst ihr was? Ich nehme euch dabei mit. Ist einfacher, als wenn ich da jetzt sage, okay, ich habe jetzt das und das und das gemacht und dann könnt ihr das nicht nachvollziehen.
versuche ja immer so weit wie möglich euch an allem teilzuhaben lassen. Und wer lässt denn hier eine Socke liegen? Wie gesagt, wenn ihr wisst übrigens, wie ich die Items verwalten kann hier, also sprich solche Socken und so, die ich halt finde und so, schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Nun, wir kümmern uns jetzt erstmal um noch vorhandene Ernten. Oh, die ist noch nicht fertig. Die Pflanzen werden sowieso gegossen, die hier ist sowieso gegossen. Diese Pflanzen sind alle noch nicht ausgewachsen. Moment, da war eine Schwissen, das habe ich doch gerade gesehen. Da. Na gut, die wird ja jetzt durch den Regen gegossen. Aber irgendwo war doch noch eine Pflanze. Ach stimmt, die Pflanzen... Oder? Moment. Okay, dann war das zumindest die eine, die nicht durchgewachsen war. Ich hole mir noch meine Sternis ab. Hab 7251. Heißt, the way to number one kommt immer näher. Also zum ersten Platz der ganzen Chose hier. Habe ich rote Beete? Nein. Heißt, die bewahre ich mir mal auf. Das muss ich mir auch noch einplanen. Vorräte. Und jetzt gucke ich ehrlich mal nach so einem Schrank gleich mal, weil jetzt ist er nämlich offiziell auch voll. Und ich brauche definitiv eine Art, ja, Schuppen für die ganzen Dinger. Das heißt, ich baue, glaube ich, mal gucken, in welche Richtung ich den hinbaue. Ich glaube, hier so am besten. Sprich, direkt hier so Schwissen. Und dann eher eine Unterdachung als ein Schuppen. Zwar schuppenartig, das heißt, Tür kommt rein, kleine Umrandung, Glas statt Fenster, also wo man auch durchschauen kann. Falls es das nicht gibt, lasse ich einfach Lücken. Und ja, ansonsten würde ich sagen, gucken wir jetzt nach den Fischdingern, die wir sogar noch im Aussicht haben. Das finde ich ja schön. Das heißt, ich hole mir jetzt noch zwei kleine Fischdinger und zwei große und habe dementsprechend nur noch 3000. Aber wie wir wissen, noch ist nicht aller Tage Abend oder noch nicht aller Tage Ende. Wir melken mal wieder unsere Tiere, die auch wieder fleißig gefuttert haben. Deswegen ist ja auch schon wieder nichts mehr im Trog. Das heißt, ich hole jetzt auch noch Futter gleich. Kannst du dich ein Stück wegdrehen? Danke. So, und unsere Katze hat noch Futter im Napf. Ah ja, Druckfutter müssen wir auch noch mal holen. Das steht auch noch fest. Aber alles zu seiner Zeit, alles zu seiner Zeit. Füllen. Die sind froh. Ich kann hier rausgehen. Ich spreche mal mit Ria. Ja? Wenn Katzen... ja, okay. Offensichtlich hat die mit mir nichts zu quatschen. Oder will mit mir nicht quatschen. Eins von beiden. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zum... Ah, halt, stopp! Ich habe jetzt zwar noch alles geholt fürs Museum, aber eins habe ich noch nicht geholt. Sprich, den Boden. Und da müssen wir auch jetzt dementsprechend wieder eher auf Blöcke gehen. Und uns diesen fantastischen Boden nochmal raussuchen, weil ich den jetzt gerade nicht im Kopf habe. Ich depp, wie der heißt. Da ist er. Ich muss mir das mal merken. Geschäftsboden. Warte, gibt es auch einen Museumsboden? Das würde mich... Also erstmal hole ich natürlich eine große Menge davon. Ich darf jetzt bloß nicht auf das Numpad klicken. Ich glaube so... Machen wir mal 30 erstmal. Ich kann ja noch nachholen. Das soll jetzt erstmal reichen. Komm, holen wir jetzt gleich 2x30. Gut. Und ich gehe dann nochmal kurz ins Dorf. Sprich, wegen den Schränken zu gucken. Ob ich die im Dorf kriege oder ob ich die auch da holen muss.
da ist die Zeit rum. Bücherregal könnte ich nehmen, das ist glaube ich das Ding, wo ich das drin habe, meine Ernte. Oder ich kann solche leeren Kisten nehmen. Einfach Holztisch, Küchentisch, okay, ich muss mal gucken, was am meisten an Fläche bietet. Aber ich glaube, dieser Bücherregal, dieses Bücherregal, genau, so wollte ich sagen, bietet am meisten. Obwohl, wenn ich hier so hingucke, sechs nebeneinander, ich glaube, im Schrank habe ich genauso viel. Ich gucke nochmal schnell, auch wenn die Zeit jetzt gerade rum ist. Wir können ja noch einen Augenblick kurz hier drinnen verweilen. Ich werde auch heute noch ein bisschen Stacks aufnehmen. Ich werde jetzt nur eins gleich machen. Kurz eine kleine Aufnahmepause, essen, trinken und dann weitermachen. Damit ich natürlich... Oh, ich sehe gerade hier drei Karotten. Sind auch fertig. Okay, das heißt, ich kann noch mal ein bisschen was an Ernte hier ranpacken. Platzieren. Genau. Ich habe jetzt Shift gedrückt, damit ich quasi nur ein klein wenig was von meiner Ernte da rein platziere. Mit anderen Worten, eine Karotte pro Interaktion. Achso, ja. So. Achso, und genau, jetzt weiß ich noch, was ich hier gucken wollte, schnell. Moment. Nein. Und jetzt Museum mal gucken. Ah, aber das ist halt mit einem Tag versehen wahrscheinlich, was Museum. Alles klar, interessant. Dann gibt es natürlich noch dieses für Käfer, dieser Edelvitrine. Eine Edelvitrine, so meine ich. Okay, egal. Wie dem auch sei. Habe ich eigentlich Karotten noch im Regal? Warte mal, Bücherregal hat auch sechs Plätze offensichtlich. Gut, dann ist es eigentlich egal, wie oder was ich da reinräume. Ich sehe gerade, ich habe noch Platz. Deswegen platziere ich hier noch ein Karottending. Damit ich auch das zur nächsten Ernte habe. Oder zum nächsten Mal pflanzen. Und platziere hier noch zwei Karotten, die instant auch noch durch den Regen was kriegen. Gut, wie dem auch sei. Wie gesagt, der Part ist zu Ende. Ich würde sagen, mit dieser Aussicht darauf, dass wir ein Museum bald fertig haben oder bald alles dafür abgeschlossen haben, verabschiede ich mich und würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Part wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Slavius. Haut rein und ciao!